Hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Um was es geht, ganz einfach Reinigung, Reinigung, Reinigung. Und da ich nicht der Reinemann-Experte bin, sondern Stefan, werden wir einfach mal ihn gleich fragen, was wir hier genau machen. So, da es in diesem Video um Reinigung geht, nutzen wir Reinigungsmittel und deshalb wird ab jetzt immer die ganze Zeit eingeblendet werden, Dauerwerbesendung. Ist zwar alles selbst gekauft, aber ihr wisst es ja, wir zeigen Marken, Werbung, bla 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 und so. Und jetzt ist Stefan dran. Ja, dieses Video haben wir auch in mehrere Abschnitte unterteilt, nämlich einmal die Außenreinigung und nochmal die Innenreinigung. Aktuell werden wir jetzt mit der Außenreinigung beginnen. Ich nutze gerne die Reiniger von Sonax oder auch Sonax Extreme, je nachdem. Also wenn es halt ein bisschen gröbere Verschmutzung ist, dann kann man auch mal ruhig Sonax Extreme nehmen. Das ist jetzt ein reiner Insektenreiniger, der ein bisschen das anlösen soll. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal als erstes mit einer Vorreinigung davor und dann kommt die Hauptreinigung. Wie die dann funktioniert oder wie wir die machen, das ist im Endeffekt eine Versiegelung des Lackes und gleichzeitig eine Wäsche. Das zeigen wir euch aber gleich. So, weil Marcel die Geräusche haben will, mache ich einmal tsch-tsch-tsch. Nein, man hört sie ja. Wird jetzt eingeweicht einfach nur. So, jetzt heißt das 5 Minuten einweichen. Ja, und jetzt mache ich wieder einen kurzen Break. YouTube, da sind wir zu sehen. Aber nicht nur bei YouTube, sondern auch bei Instagram und neuerdings bei Facebook. Also wenn ihr wollt, folgt uns einfach auf YouTube, Instagram oder Facebook. So, nach der Vorreinigung, das heißt grobe Verschmutzungen sollen natürlich vom Fahrzeug runter, machen wir jetzt die Wäsche mit dem für das Fahrzeug und gleichzeitig die Versiegelung für den Lack. Das Ganze machen wir mit einem Mittel und zwar von Twintop. Das hier ist jetzt nur so ein Luftersprischer, da gibt es noch mehrere Sachen, auch ein Alcantara-Reiniger, den wir auch für den Innenraum benutzen. Zeigen wir euch später. Ich habe jetzt einfach nur eine leere Dose oder eine leere Sprühflasche, sondern eine nicht etikettierte Sprühflasche, weil wir das Ganze im Kanister haben, also im 5 Liter oder 10 Liter Kanister, um halt ein bisschen günstiger dabei zu fahren. Genau, damit fange ich jetzt an. Ich werde das Ganze jetzt einsprühen, dann werde ich das einreiben und dann muss das erstmal auch wieder ein paar Minuten trocknen und wenn das getrocknet ist, dann wird das abpoliert. Geht mir ähnlich. Hab ich mir auch gerade so gedacht. Huiuiui. Ein kleiner Hinweis aus dem Off. Immer an frischer Luft sowas machen. Nie in der Garage. Ihr könntet leichte Atemprobleme kriegen. Na komm, so schlimm ist es auch nicht. Ja, ist nicht so schlimm, aber es fehlt die Quote. Alles für die Quote. Ja. Der Vorteil, wenn du die Scheiben gleich mitmachst, sie haben einen Anti-Perl-Effekt. Super Sache. Haftet kaum noch Schmutz dran. In der Zeit, wo ich hinten alles gereinigt habe, beziehungsweise vorgereinigt habe, also das Mittel aufgetragen habe, haben wir jetzt hier vorne das lange genug einweichen lassen und ich hole das jetzt einfach nur mit einem Wasser, also mit einem Schwamm und ein bisschen Wasser dann halt runter. Normalerweise würde ich das in der Autowäsche natürlich machen, aber mit dem Schwamm kann man das mal eben schnell auch erledigen. We'll be right back.
Noch ein kleiner Tipp für die etwas kleineren Leute. Man kann sich auch gern mal auf den Vorderreifen stellen. Um jetzt unter den Scheibenwischern zu reinigen, würde ich die in Servicestellung fahren. Nachdem wir nun vorne alles vorgereinigt haben, gehen wir wieder an die Hinterseite ran, weil wir haben ja jetzt sozusagen hinten angefangen, das Ganze einzuwischen. Und jetzt werde ich das einfach nur abpolieren. Wie halt eine normale Politur, nur ist es nicht ganz so anstrengend. Also, wenn man doch sich relativ viel Zeit lässt, ist es doch sehr anstrengend, das nachzupolieren, weil das halt schon sehr getrocknet ist. Also empfehlenswert ist es dann dementsprechend das gleich, fast gleich nachzureiben. Also vielleicht eine Minute oder zwei maximal. Und natürlich müssen diese Putzdinge, die da Stefan tut, rundum gemacht werden. Also nicht nur vorne oder hinten, ne, muss man ja dazu sagen, weil wir haben schon teilweise Sachen erlebt, ja, ach, das muss man nur vorne machen. Nein, so ein Schutz natürlich rundum ums Auto. Schwierigkeitsgrad haben wir natürlich schon entdeckt und das ist natürlich das Dach. Weil weder Stefan noch ich sind groß genug, um aufs Dach raufzukommen. Aber irgendwie wird er es schaffen, wie, das sehen wir gleich. Also, die Reinigungsflasche, die Lappen sind schon oben. Aber wie komme ich jetzt hoch? Machen wir mal, Schnips, und da ist die Leiter. Mit der gehe ich jetzt da hoch. Da ja auch unsere Sonnenkollektoren wichtig sind, dass die Strom produzieren, werden wir die natürlich auch gleich mit reinnehmen. Da fange ich jetzt an. Und ich bin noch zu weit weg. Ich muss da noch näher ran. Besser. Damit ist jetzt das Dach auch erledigt und auch sauber. Aber was man auch nicht vergessen darf, sind die Türinnenräume. Auch diese werden immer mal dreckig. Wir reinigen zwar immer zwischendurch mal, aber es ist halt trotzdem eine gewisse Art Dreck dabei. Ich glaube, vorne sieht man es noch besser, gerade unten. Dann sollte man das auch nicht vergessen mitzureinigen. Da genug Mittel in dem Lappen noch drin ist, benutze ich ihn, ohne dass ich es vorsprühe. Stefan ist fertig, was die
Außenreinigung angeht, also rundherum ist jetzt alles sauber und Perleffekt, nee, nicht frei, sondern hat den jetzt. Ja, und jetzt heißt es für uns einen Tag warten, denn Stefan ist total kaputt. Ich auch, weil ich die Kamera die ganze Zeit halten musste, die ist auch schwer. Und deshalb werden wir morgen weitermachen mit dem kompletten Innenraum. Da ist ja noch auch einiges zu tun. Und das heißt jetzt, wenn ich morgen rede, sage ich ganz einfach mal, bis gleich nach dem Klatscher. So, neuer Tag. Jetzt geht's los mit der Innenreinigung. Stefan war ganz schön, wie nennt man das, fleißig und hat schon ganz schön viel vorbereitet. Auch das Saugen, das zeigen wir euch dann gleich. Ja, ich bin heute ein bisschen später von der Arbeit gekommen, aber ja, das ist das Gute, wenn man zu zweit ist. Der eine kann machen und der andere wird nachher nur dumm dastehen und das Rest filmen. Also zeigen wir euch jetzt in diesem Video die ganze Innenraumreinigung. Ja, nach der Außenreinigung kommt die Innenreinigung. Für die Innenreinigung haben wir natürlich auch ein paar Mittelchen, die wir dafür nutzen. Zum einen ist das ein Branchenreiniger. Ich halte die am besten mal hoch, geht einfacher. Auch von der Firma Twintop. Das nutze ich für den hinteren Raum. So ein bisschen alles, was so schwarzer Kunststoff ist und so weiter. Weil es bringt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Orangengeruch rein. Also es ist ganz nett und nicht so stinkig wie andere Reiniger. Zum anderen nutze ich für vorne ein anderes Mittel, und zwar das ist das Cockpitpflege von Sonax. Sonax bekannte Produkte, wie ich auch schon gesagt habe. In dem Fall hier Green Lemon, gibt es auch manchmal in anderen Geruchsintentionen. Nehme ich deswegen, weil vorne das NTFT-Display ist und die ganzen Klavierlacke und so weiter. Und der Orangenreiniger, der schmiert dann halt einfach zu sehr. Der reinigt zwar gut, aber er hat so ein bisschen einen Schmierfilm halt drauf. Und zu guter Letzt für natürlich die Reinigung der Textilien bzw. des Alcantaras. Das ist ein Alcantara Textilienreiniger. Das ist ganz gut, um die Ledersitze ein bisschen Alcantara mit bei zu reinigen. Und speziell nutze ich es halt auch ein bisschen für die Lederreinigung. Also einfach einmal rüberwischen und dann ist das auch mit sauber. Ansonsten gibt es aber auch spezielle Lederreiniger, auch bei der Firma Twintop. Beziehungsweise von den hier, ich glaube, das ist sogar von Firma Twintop. Das ist aus dem Lederzentrum in, weiß ich nicht, wo ist das? Roosdorf, genau. Ja, fangen wir mal an. Zur Reinigung mit dem Orangenreiniger von Twintop. Ich sprühe das einfach ein, wie auch das von außen, das Mittel. Einmal eingesprüht und dann gehe ich halt mit einem sauberen Lappen einmal dort rüber. Reibe auch alle Flächen genau schön ab und dann hat das Ganze einen einigermaßen einen Glanz. Wenn nicht, muss man es halt noch mal ein bisschen mehr machen. Auch hier vorne, nicht zu vergessen, muss noch alles abgerieben und gereinigt werden. Ich bin jetzt sozusagen hinten und alles, was den unteren Bereich von den Sitzen betrifft, noch mal mit dem Orangenreiniger abgegangen. Auch den Türeinstieg kann Marcel noch mal filmen, hinten sowie vorne, gerade die Fahrerseite jetzt. Und gleich geht's weiter dann mit den Türen. Um den besonderen Glanz natürlich auf das Klavierlack noch mal zu bekommen, gehe ich dann nachher noch mal mit dem Mikrofasertuch nach und dann ist das Ganze auch wieder schick. Ihr seht ja, welche Mittel Stefan benutzt, und da würde uns natürlich interessieren, welche Mittel nutzt ihr so? Nutzt ihr auch Sonax oder dieses Twintop oder nehmt ihr irgendwas anderes? Würde uns natürlich brennend interessieren und natürlich, vielleicht habt ihr auch Seiten, wo man das angebotstechnisch gut bekommt, dann am besten rein in die Kommentare, so hat dann jeder was davon und nicht nur ihr, sondern auch wir und alle anderen, die dieses Video sehen. So, Stefan hat euch was zu sagen und ich muss hier echt aufpassen, weil einer legt Steine ein in den Weg.
Stefan legt mir einen Staubsauger in den Weg, dass ich hier beinahe hinfalle. Nee, damit du noch mal ein bisschen putzen kannst. Ich denke, saugen. Ja, saugen. Damit saugt man. Ja, macht man ja sauber, meine ich ja. Unfassbar. So, was hast du jetzt zu berichten? Ja, ich habe jetzt zu berichten, ich fange jetzt mit dem Textilreiniger, also dem Alcantara-Reiniger an. Vorsicht, nicht fallen, Herr Kameramann. Das Ganze ist relativ einfach anzuwenden. Man sprüht es ein. Wenn man hartnäckigere Verschmutzung hat, dann kann man da mit einer Bürste noch mal ein bisschen drüber gehen. Aber vorsichtig, natürlich sind diese Oberflächen alle empfindlich. Also das heißt, eine sehr, sehr weiche Bürste nehmen und dann zum Schluss mit einem Lappen noch mal abreiben. Ich nutze es jetzt nicht mit einer Bürste, weil für uns ist es nicht so intensiv verschmutzt. Und es reicht, dass ich es einfach einmal aufsprühe und dann dementsprechend mit einem Lappen nachreibe, nochmal einreibe und dann ist das Ganze auch sauber. Auch das Leder bedarf seiner Reinigung, also nutze ich das Gleiche. Einsprühen, abreiben und nicht einatmen natürlich, genau. Und schon ist das Ganze auch dann wieder sauber. In unserem Sortiment ist auch ein kleiner Lufterfrischer. Das heißt, wenn man mal so ein bisschen die Möbel und so weiter ein bisschen aufatmen lassen will oder sowas, kann man das ganz gut nutzen. Ich sprühe die einfach nur ein. Natürlich nicht mit Schaum, sondern einfach mit dem Dingens und das war es dann auch schon. Man kann es auch abreiben nochmal. Sind wir fertig? Ja, fertig mit der Welt, mit den Nerven. Genau, also Stefan ist fertig. Wie gesagt, ich konnte heute nicht wirklich viel dazu beitragen. Doch, ich habe eine Fußmatte vorne reingeklebt und zwar auf der Fahrerseite. Ich habe die wichtige Seite, habe ich die Fußmatte reingemacht. Genau. Ja, mehr war halt einfach nicht drin, weil ihr wisst, dass wir selber arbeiten. Hat ja nicht jeder so einen Luxus wie der Markus von Fan4Ben. Ich weiß nicht, ob ihr mal seine Instagram-Videos, Bilder gesehen habt. Der arbeitet unterwegs. Das ist schon eine coole Sache, ja, geht leider bei uns. Nicht unbedingt. Da wird man echt neidisch, wenn man das sieht. Ja, wird man. Ja, wir sind durch. Ihr wisst, welche Mittel wir nutzen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, welche ihr nutzt. Und wenn ihr einen geilen Link habt, den auf jeden Fall mitposten. Genau. Hat jeder was davon. Genau. Und dann heißt es wieder nur liken. Teilen. Abonnieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Was immer es sein wird, hier auf unserem Kanal. Kreuzfahrtbulli. In diesem Sinne. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.